Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum nächsten Patch Notes Video. Ist es endlich Zeit für die Preseason? Das heißt, dieser Patch ist huge. Und ich liebe ja Maxim, ne? Ich meine, es ist ein super netter Typ. Und als er meinte, willst du das Patch Notes Format übernehmen, weißt du, boah, geil, voll cool. Aber so im Nachhinein, seit er das abgegeben hat, die letzten 5 Patches, waren 3 davon unter den längsten 5 aller Zeiten. Das ist doch kein Zufall! Und dieser Patch ist der Preseason Patch und ich weiß, die sind immer ein bisschen größer, aber holy shit! Wir haben 6 neue Items, 24 veränderte Items, wir haben eine neue Keystone, dafür fliegt eine andere raus, Omnistone, kennt ihr eh nicht mehr. Dann werden 2 Keystones tatsächlich gechanged, dann gibt es nochmal ein komplettes Visual Update von verschiedenen Champions, neue Voice Lines, neue Tooltips, dann gibt es neue Drakes, die Scuttlecrab wird gechanged, es ist huge! Deswegen nutzt gerne unten die Kapitel, ne? Da haben wir jedes Item nochmal einzeln aufgeführt und generell sind die auch nochmal gruppiert in Tank-Items, Mage-Items und Lethality-Items, also auch da könnt ihr schneller zu dem kommen, was euch interessiert. Ansonsten kleiner Hinweis in eigener Sache, am Freitag kommt mein erstes Arcane-Video hier auf diesem Kanal, wo ich über die wildesten Theorien zum ersten Akt reden werde, also schaut auch da sehr gerne vorbei. Und jetzt springen wir rein ins Abenteuer. Zuallererst kommen wir zu den Systemänderungen, wenn man sie so nennen will. Das heißt, wir haben jetzt Objective Bounties. Das ist quasi das Äquivalent zu den Shutdown Gold of Champions, was ihr bereits kennt. Das heißt, wenn euer Team weit genug behind ist, bekommt ihr extra Gold, wenn ihr ein Objective nehmt. Das Gold ist davon abhängig, wie schwer das Objective zu kriegen ist. Das heißt, Nash gibt 500 Gold, ein Outer Turret 250. Das sind allerdings nur die Base-Werte, die das Ganze geben kann. Wenn ihr besonders weit hinten seid, kann dieser Wert nochmal bis zu 60% steigen. Um diese Bounties freizuschalten, muss man als Team aber schon ordentlich weit behind sein. Wenn man diesen Schwellenwert dann allerdings überschreitet, dauert es 15 Sekunden, bis die Bounties verfügbar sind. Und wenn man diesen Schwellenwert wieder unterschreitet, bleiben diese Bounties noch 15 Sekunden lang erhalten. Das kann auch noch verlängert werden, wenn man gerade im Kampf um dieses Objective ist. Also während des Nash-Fights, wo man sich denkt, geil, wir kriegen ein Bounty, ist er nicht auf einmal weg, finde ich ganz cool. Die Bounties insgesamt zu beurteilen ist allerdings natürlich deutlich schwieriger, weil Comeback-Potenzial, ja, ist immer cool. Viele haben gesagt, ey, ist zu Snowball-heavy, dann ist das nice. Aber auf der anderen Seite ist es genauso schlimm, wenn du ein Early-Game-starkes Team bist, gut Snowballs, einen Fehler machst und der Gegner nicht nur deine Shutdowns auf deine Champions kriegt, sondern auch noch das Objective und dafür auch nochmal Gold. Ja, vielen lieben Dank. Das Gold wird dann natürlich immer zwischen allen Leuten geteilt, das heißt, einer kriegt nicht so viel wie beim Champion Shutdown, aber trotzdem ist es eine große Änderung und ich bin auf eure Meinung gespannt. Was haltet ihr von mehr Comeback-Potenzial in der Kluft? Die nächste Änderung sind 2 neue Drakes und wir reden erstmal über die Chemtech-Variante. Wenn man den nimmt, bekommt man bis zu 5% Bonus-Damage gegen Leute mit mehr Leben, heißt also, Tanks sind noch schwächer dran. Hip hip, hurra! Wenn man wiederum die Soul bekommt, dann bekommt man ein zweites Leben. Das heißt, du wirst gekillt und wirst dann wiederbelebt, ähnlich wie wir es tatsächlich schon aus Ultimate Spellbook kannten. Wenn dieser Drake als dritter Drake erscheint, wird das Rift natürlich wieder verändert. Hier gibt es jetzt 4 Camouflage-Zonen im Jungle. Und in diesen Zonen herrscht nicht nur Camouflage, was schon mal sehr komplex und kompliziert ist, vielleicht sollte ich da mal ein alleiniges Video drüber machen, sondern man macht da auch noch Champions mit mehr Health, als man selbst hat, abhängig vom Level des Attackers, bis zu 10% mehr Schaden. Das heißt, Tanks wollen da niemals rein. Aber sind wir mal ehrlich, Tanks wollen generell natürlich gar nicht in die Kluft aktuell. Also hey, kein Problem. Der nächste Drake, den wir am Start haben, ist der Hextech Drake und der gibt euch 5 Ability Haste und 5 Attack Speed per Stack. Die Soul wiederum gibt euch eine Art Static, das allerdings auch noch slowt und dadurch sehr gut darin ist, Leute down zu chasen. Wenn dieser Drake als dritter Drake kommt, wird natürlich wieder die Karte verändert und jetzt gibt es Teleports. Das ist etwas, was wir ganz früher bei Magma Chamber mal gehört hatten und jetzt tatsächlich auf die Kluft kommt. Das Ganze läuft so ab, dass du quasi, wenn du währenddessen gedamaged wirst oder CC'd wirst, du natürlich nicht wegteleportest und dass es für jeden Champion einen individuellen Cooldown von 30 Sekunden hat, also echt nicht viel. Gerade beim zweiten Drake war ich ultra gehypt, weil ich mir dachte, oh mein Gott, die Gates sind jetzt safe für Spitbushen. Aber wenn man sie sich mal auf der Karte anschaut, dann sieht man, dass die gar nicht so krass platziert sind. Das wird trotzdem ganz nett sein. Ist gut, dass es überhaupt Änderungen gibt, aber es ist jetzt nicht game-breaking. Kleiner Geheimtipp übrigens von mir, wenn ihr die neuen Drakes sehen wollt, dann geht in Ultimate Spellbook. Der Modus ist aktuell wieder aktiv und dort gibt es nur diese beiden Drakes. Das heißt, wenn ihr die einfach unbedingt sehen wollt, geht in den Modus, da werdet ihr denen auf jeden Fall begegnen. Der Cloud Drake, den wir schon lange kennen, der wird mal wieder geändert. Und zwar nehmen wir jetzt wieder den Ultimate Cooldown weg und tun mal wieder Movement Speed drauf. 3,5 Out of Combat Movement Speed und 3,5 Slow Resistance. Auf dem PBE konnte ich nicht vernünftig testen, ob tatsächlich jetzt dieser Movement Speed, der Out of Combat ist, wieder so wie früher zählt. Das heißt, wenn du selbst attackst, geht der nicht weg, sondern erst, wenn du Damage kriegst. Aber das werden wir natürlich auf Live nochmal überprüfen und euch dann auch mitteilen.
Auch der Riffkrabbler wird verändert, nämlich die ersten beiden, also die, die auf beiden Seiten spawnen, sind viel kleiner und geben weniger XP. Die Idee soll sein, dass Jungler einfach hingehen können, den sofort fertig haben und es deswegen keine Fights mehr darum geht, was super wichtig war, weil man dadurch ja immer Midlane-Prio, Botlane-Prio, Toplane-Prio gebraucht hat. Das heißt, jetzt könnte Jungler einfach hingehen, wegnehmen und sofort wieder weglaufen. Ich bin gespannt, was das für Auswirkungen auf das Game haben wird. Kommen wir als nächstes zu den neuen Items. Kleiner Hinweis an dieser Stelle, ich würde natürlich gerne die deutschen Patchnotes nehmen, gerade bei neuen Items, damit es für euch einfacher zu verstehen ist. Ich kriege allerdings die Patchnotes ein bisschen früher von Riot, um dieses Video vorzubereiten, damit es schon Dienstagabend live gehen kann. Und zu diesem Zeitpunkt gibt es nur die englischen, deswegen hier wieder alles in Englisch. Das erste Item ist Crown of the Shattered Queen und ist direkt mal ein Tank-Mage-Item als Mythic. Dieses Item ist für ein Mythic relativ billig, gibt euch Leben, AP, Mana, Ability Haste und vor allem Safeguard, die neue Passive. Diese Passive ermöglicht euch alle 40 Sekunden Safeguard zu erhalten. Wenn ihr dann Champion Damage bekommt, habt ihr für 1,5 Sekunden die Möglichkeit 75% weniger Damage zu kriegen. Ich habe gerade 40 gesagt, habt ihr nochmal hingeguckt, dachte mir, oh mein Gott, 75! In diesen 1,5 Sekunden und auch nochmal 3 Sekunden danach kriegt ihr auch noch 10 bis 40 Ability Power, abhängig von eurem eigenen Level. Weil es Mythic ist, kriegt ihr natürlich auch für jedes Legendary Item nochmal besondere Stats und das ist 1% Movement Speed und 8 Ability Haste. Dieses Item schreit für mich schon wieder RISE! Das nächste Item ist Even Shroud und ist ein aggressives Tank Support Item. Auch das Item hat natürlich wieder tolle Stats, aber die könnt ihr mal lesen. Wir reden über den Effekt. Und der Effekt bedeutet, wenn du jemanden CC'st oder selber CC'd wirst, kriegt das Target, was du CC'd hast, oder alle um dich herum 12% mehr Damage für 5 Sekunden. Ja moin! 12% mehr Damage ist absolut insane. Ich denke, das Item wird tatsächlich auf Supportern wie Rell, Amumu und sonst was absoluter Go-To-Pick sein. Und die Mythic Passive wiederum ist 5 Armor und mehr für jedes Legendary Item. Und auch das ist cool, weil du kannst dann sowas wie Verdant Barrier gehen, wo du nur Health-Werte kriegst und hast trotzdem genug Resistenzen. Richtig geil. Das nächste Item ist Axiom Arc und da dreht sich mein Magen ungefähr 6-mal um, weil das ist ein Lethality Assassin Item mit dem coolen Effekt, dass wenn du an einem Kill partizipiert hast, du 25% Cooldown Reduction auf deine Ult kriegst. Heieieieiei. Ich würde gerne zu jedem Item meine Meinung sagen, aber wir müssen ein bisschen aufs Tempo drücken, ne? Deswegen, ihr könnt euch ja denken, heieieiei, ich bin nicht begeistert. Next. Das nächste Item ist Shadow Flame und dazu muss ich doch ein bisschen mehr sagen, denn ich hatte die Möglichkeit, vorher an einem Preview-Event teilzunehmen, wo Riot ihre Pläne präsentiert hat und ich hatte unzählige Fragen zu diesem Item. Denn dieses Item gibt euch ziemlich coole Stats, aber vor allem gibt es euch Magic Pen und das nicht zu knapp. Dieses Item ist, wohlgemerkt, ziemlich teuer, gibt euch allerdings 100 AP, 200 Health und Magic Pen. Die Magic Pen, die ihr erhaltet, ist davon abhängig, wie viel Current Health in Prozent euer Gegner in dem Moment hat oder ihr wurde vorher von einem Schild beeinflusst, dann kriegt ihr sofort 20 Magic Pen. Der Grund, warum ich so viele Fragen zu diesem Item hatte, ist, dass Magic Pen ein super interessanter Stat in League of Legends ist. Denn Magic Pen ist umso effizienter, je näher du Richtung 0 gehst. Das heißt, von 100 auf 80 MR den Gegner runterzudrücken, ist weniger effizient als von 20 auf 0. Das bedeutet auch, dass man bei Magic Pen normalerweise All-In gehen muss. Wenn du den Gegner von 40 schon auf 25 runtergedrückt hast, solltest du immer noch Gold investieren, um ihn von 25 auf 0 zu kriegen, weil dort die Effizienz, also das, was du für dein Gold bekommst, besonders hoch ist. Das bedeutet auch, dass dieses Item so ein bisschen ein Bait ist. Wenn du es nur holen würdest, weil der Gegner Schilder hat, ist die Effizienz relativ gering, weil du ihn halt irgendwie von 60 mehr auf 40 drückst. Das bedeutet auch, dass wenn du siehst, dass der Gegner Schilde baut, solltest du dann schon All-In gehen auf komplett Magic Pen, also Lootens, Magic Pen Boots und das. Das sind die großen Fragen, die ich mich stelle. Ich werde es aber allerdings auf jeden Fall testen, weil diese Magic Pen Builds in der Vergangenheit mir extrem viel Spaß gemacht haben und gerade auch der Itemweg dieses Items mit dem Hextech Alternator extrem gut sein kann. Das nächste Item ist Winter's Approach, ist geklaut von Wild Rift und ist ein Tier-Item für Tanks. Das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, Alter, ich gehe immer auf Tanks, ist das genau eure Lösung. Ihr bekommt mehr Mana, wenn ihr den Gegner mit Autotanks oder mit Spells trefft, bis zu einem Maximum von 360. Bei 360 Bonus-Mana wird es dann zu Wimbul Winter und das Item hat es ordentlich in sich und auch das Item schreit wieder RISE! Denn wenn du den Gegner slowst, das zählt nur für Melees, oder immobil machst, das zählt auch für Ranged, bekommst du ein Schild abhängig von deinem eigenen Mana und das ist bei RISE ja normalerweise ziemlich huge gewesen. Dieses Schild ist nochmal stärker, wenn mehr als ein Gegner in der Nähe ist, weil dann wird es um 80% verstärkt.
Dieses Item ist an sich ganz cool, vor allem weil Tanks ja auch immer wieder gesagt haben, ey, wir haben zu wenig Mana-Items, aber ich sehe halt echt die Gefahr, dass Ryze das Item nimmt und einfach komplett zerstört. Kommen wir nun zu den Tank-Items und da beginnen wir bei Barmy's Cinder, das absolute Bread-and-Butter-Item für alle Tanks. Dieses Item executet jetzt Minions, wenn sie nur noch einen Tick mehr brauchen würden. Das ist nice to have und das überträgt sich auf alle anderen Items. Kommen wir zuallererst zu Frostfire Gauntlet und das Item kriegt einen ziemlich coolen Effekt. Wenn du den Gegner mit einem Auto-Attack hittest, nachdem du ein Spell benutzt hast, prockt dir dieser Schieneffekt und es entsteht diese Zone. Diese Zone sorgt jetzt dafür, dass jeder, der in diesem Bereich drin ist, den extra Damage bekommt. Das heißt, du machst quasi AOE-Damage in Teamfights, finde ich ziemlich nice. Auch Turbo Chemtank kriegt AOE-Damage und da sehe ich es eher ein bisschen kritisch. Denn hier ist es jetzt so, dass es sich quasi auflädt und wenn du dann in den Gegner reinchargst, machst du an dem Moment auch AOE-Damage um den herum. Und das ist ein bisschen kritisch, weil es gerade von sowas wie Hekerim und so stark abused werden kann. Und wenn die auch noch AOE-Damage machen, holy moly. Und vor allem 1% Max-Health-Damage ist schon richtig, richtig happig. Gleichzeitig kriege ich das als Mythic-Bonus auch noch 50 Health mehr für jedes Legendary-Item. Das ist straight up ein richtig fetter Buff. Das Ding für mich ist einfach, ich will diese Oldschool-Tanks sind, weil die ganzen Chemtech-User in der letzten Season waren Hekerim, Skarner, Udyr und die waren auch Meta, aber ich will die Oldschool-Tanks und denen hilft das nicht so richtig. Auch bei der Sunfire Mythic legt man nochmal 50 Health drauf, das heißt für jedes Legendary-Item, was du fertig hast, kriegst du nochmal 50 extra Health, ist nice, changed aber nicht viel. Ein bisschen Maß wird ordentlich verändert. Die Magieresistenz ist deutlich weniger, die Kosten bei 2,7 allerdings ja auch sehr human und du kriegst jetzt 10 Ability Haste. Die krasse Änderung ist allerdings der Effekt selbst. Das heißt, es ist nicht mehr so, wenn du Gegner CCs, kriegen die mehr Damage, das haben wir jetzt auf dem Support-Item, sondern es ist so, dass du die Magieresistenz der Gegner um dich herum reduzierst. Das erstmal um den Flat-Wert 5, allerdings auch nochmal mehr, wenn du mehr Bonus-Health hast und das wiederum kann auf dem Max-Wert von 20 enden. Zusätzlich dazu kriegst du von jedem dieser Gegner, die um dich herumstehen und ihre Magieresistenz verlieren, 7 MR selber. Das heißt, wenn du in 4 Leuten drin stehst, kriegst du dadurch einfach 28 MR for free. Hier sollten vor allem wieder Short Rage Mages oder Assassins darauf achten, weil das kann wieder mit dem Magic Pen Build sehr interessant sein und natürlich auch wieder ein super Item für Ryze. Force of Nature wird ordentlich verändert und kriegt obendrauf nochmal einen neuen Effekt. Das heißt, wenn du die maximale Anzahl an Stacks hast, kriegst du 20% Reduced Magic Damage und 10% Movement Speed. Das hilft jetzt sogar mal wirklich gegen so Champions wie Ryze oder Cassio. Bei Knights Vow geht man wieder zurück zu der Heal-Variante. Das heißt, in letzter Zeit wurde das Item relativ selten gekauft, weil es sich auch einfach nicht so geil angefühlt hat. Und jetzt ist es wieder so, dass du den Damage für deinen Kumpel runternimmst, aber wenn der Damage macht, heilst du um 8% dieses Wertes und das sollte sich auch wieder besser anfühlen. Ansonsten gibt es noch kleinere Goldänderungen. Aegis of the Legion wird ein bisschen billiger, dadurch wird Gargoyle Stoneplate auch nochmal ein bisschen billiger, aber Locket nicht, denn bei Locket erhöht man einfach die Kosten wieder oben drauf. Ist okay, ist einfach ein kleiner Buff für Gargoyle Stoneplate. Kommen wir nun zu den Mage-Items und dort gibt es auch wieder 10 Änderungen. Zuallererst, Everfrost wird genauso billig wie das andere neue Mage-Item, was ich am Anfang erklärt hatte, also 2800. Dadurch muss man natürlich ein bisschen Power runternehmen und deswegen ist die Mythic Passive jetzt nicht mehr, dass du 15 AP pro Legendary-Item kriegst, sondern nur noch 10. Trotzdem ist Everfrost früher abzuhaben für Champions wie Twisted Fate und Co. super, super geil. Demonic Embrace ist kein defensives Item mehr. Das heißt, bis jetzt hat man ja Bonus, Armor und MR bekommen, wenn Gegner von diesem Effekt betroffen waren. Das ist jetzt nicht mehr so. Stattdessen kriegst du mehr AP abhängig von deinem maximalen Leben. Das heißt, das Item scaled. Das heißt, das Item ist wahrscheinlich kein gutes zweites mehr, aber dann vielleicht ein gutes drittes, viertes. Ein bisschen weird, aber trotzdem mal eine ganz nette Idee. Archangel Staff kriegt ein bisschen Health in das Item-Rezept mit rein, dafür kriegst du jetzt allerdings für dein Mana keine AP mehr, sondern Ability Haste. Das hat selbstverständlich auch Einfluss auf das ausgebaute Item, also auf den Seraph. Auch der hat jetzt natürlich andere Stats, also der hat jetzt eben natürlich auch Leben, der gibt ein bisschen mehr AP, weil er über den Bonus-Mana ja keine AP-Erhöhung mehr hat, sondern er gibt dir jetzt natürlich ordentlich Ability Haste für dein Bonus-Mana und einen neuen Effekt. Denn du kriegst jetzt Leben wieder für das Mana, was du ausgibst. Und das hatten wir schon mal in League of Legends und das ging nicht ganz so gut aus. Ich bin sehr skeptisch, also wirklich super skeptisch, weil das natürlich per Cast limited ist, aber dieses Limit wird auch wiederum mit AP angehoben, was super weird sein kann. Und das ist wieder mega gut für Ryze, mega gut für Cassio, vielleicht sogar gut für Anivia, aber ein Spielstil, den ich einfach zum Kotzen finde. Wenn da jemand steht und 80 Millionen Spells in dich reindattern und du siehst währenddessen nur die AP so hochgehen, dann nervt das. Und deswegen bin ich persönlich kein Fan von. Dadurch, dass diese Items jetzt allerdings so viele Ability Haste geben, muss Cosmic Drive sich natürlich ein neues Zuhause suchen, weil dafür war das Item ja bis jetzt da. Das heißt, dieses Item ist jetzt ein bisschen verändert. Du kriegst erstmal von den Stats her andere Werte, unter anderem auch Movement Speed direkt, also 5%, das ist cool. Und du hast jetzt eben
eben auch noch den Vorteil, dass wenn du den Gegner mit 3 Attacks oder Abilities hittest, du Movement Speed kriegst. Erstmal 20%, das Decayed runter auf 10% und 40 AP und das bis der Combat vorbei ist. Das ist ziemlich crazy gut für Champions wie Ryze. Ryze in Focus verliert ein bisschen AP, kriegt ein bisschen Health, ein bisschen Ability Haste und der Effekt geht jetzt auch auf geslowte Targets. Das heißt, dieses Item soll nicht nur für Pokémages sein, sondern auch für andere Champions relevant bleiben. Ich bin gespannt, ob es sich durchsetzen kann durch die starke neue Konkurrenz, die es einfach bei den Mage-Items gibt. Der Voidster wird ein bisschen teurer, verliert ein bisschen AP, kriegt allerdings 5% mehr Magic Pen. Und das sind gute Neuigkeiten, gerade für die Magic Pen-Bildspieler wie ich. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall testen. Bei Dorans Ring sollen wiederum aggressive Laner ein bisschen mehr belohnt werden. Bedeutet, du hast quasi eine Base-Mana-Regeneration und wenn du den Gegner hittest, egal ob mit einem Spell oder mit einem Auto-Attack, wird diese Mana-Regeneration für die nächsten 10 Sekunden ein bisschen erhöht. Das ist nice und darauf sollte man in der Laning-Phase jetzt auf jeden Fall achten. Der Hextech Alternator verliert ein bisschen AP, kriegt dafür ein bisschen extra Health. Das hat natürlich Einfluss auf andere Items. Bei Ryze in Focus haben wir es eben schon gesehen, ne? Da ist jetzt Health drin. Beim neuen Magic Pen Item, was rausgekommen ist und jetzt natürlich auch noch bei dem Hextech Rocket Bait und auch bei Night Harvester. Als nächstes kommen wir zu den Lethality-Items, also die Assassins. Hip hip, hurra! Taktar wird 100 Gold billiger und der Bonus-Damage, den man bekommt, ist jetzt effektiver für Melees als für Ranged-User. Eclipse wiederum wird auch 100 Gold billiger, verändert sich nicht für Ranged-User, wird allerdings ein bisschen gebufft für Melee-User. Ihr merkt schon das Prinzip, ne? Riot will quasi, dass die Melee-Assassins ein bisschen stärker werden, aber dass davon nicht diese ganzen Ranged-Lethality-Builds von MF, Varus, Xayah, sonst was profitieren. Prolos Claw wiederum wird 100 Gold billiger und der aktive Effekt wird ordentlich gebufft. Yumus Ghostblade wiederum war das beste Lethality-Item bis hierhin und wird jetzt um 100 Gold teurer, weil es einfach dazu geführt hat, dass alle Melee-User nur das gekauft haben. Die sollen jetzt mehr Auswahl haben und ich glaube, das ist an sich auch was Gutes, auch wenn ich wieder mega Schiss vor Assassins habe. Kommen wir nun zu den Runen und hier kommen wir zu First Strike und ich glaube, über diese Rune wird sehr viel gesprochen werden. Denn der Effekt, der ist ein bisschen kompliziert. Also, wenn du den Gegner zuerst hittest, also sagen wir mit so einem Xerath W, bevor der irgendwas gegen dich machst, dann prockst du First Strike. Dann kriegst du erstmal 5 Gold und du machst jetzt Bonus-Damage gegen Champions, also gegen alle. Diesen Bonus-Damage, nämlich 10% für 3 Sekunden, musst du jetzt nutzen, um Champions zu treffen. Wenn du das tust, kriegst du 70% als Ranged und 100% als Melee-User von diesem Bonus-Damage, den du gemacht hast, wiederum in Gold. Ganz wichtig ist hierbei, dass es sich da nur um den Bonus-Damage handelt. Also du kriegst nicht den kompletten Damage, den du gemacht hast in Gold, sondern nur den Bonusanteil davon, also diese 10%, die du mehr gemacht hast. Dieser Effekt hat einen Cooldown zwischen 15 und 25 Sekunden, je nachdem welches Level du bist. Wenn der Gegner dich allerdings jetzt engage oder zuerst triffst, dann kriegst du gar nichts. Ne? Finito, dann ist diese Rune völlig nutzlos, geht auf Cooldown in dem Moment, hat allerdings nicht diesen negativen Effekt, dass jedes Mal, wenn du gehittet wirst, der Cooldown neu refreshed wird, sondern dann hast du halt einfach, es geht auf Cooldown und du musst 15 bis 25 Sekunden warten. Ich glaube, dieses Item kann nicht nur auf der Lane ziemlich stark sein, wo den Gegner einfach die ganze Zeit pokst, sondern auch in Teamfight. Stell dir vor, du bist Xerath, prockst das, macht 10% extra Damage, haust 2-3 Qs raus und ding, 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 hast du 100 Gold. Damit diese Rune reinpassen, musste Omnistone rausgehen, aber sind wir mal ehrlich, die haben wir irgendwie alle vergessen. War eine ganz coole Sache, man hat gerne mal darüber geredet, oh, kann krass auf den Champions sein, aber war halt mega, mega harte Nische. In genau so einer Nische befand sich Glacial Orb in der letzten Season, während es in der Season davor extrem stark war, weil man noch die Twin Shadows und Co. hatte. Deswegen hat man gesagt, okay, wir müssten diese Rune ändern, aber die Änderung ist leider ein bisschen traurig für uns Midlaner. Denn jetzt ist es so, dass wenn du den Gegner immobil machst, auf dem Boden so 3 kleine Eisdinger entstehen. Auf diesen wiederum ist der Damage von deinen Gegnern, die sie deinen Teammates machen, reduziert. Aber nicht deren Damage gegen dich. Das heißt, es ist wahrscheinlich sehr cool auf Supportern, vielleicht auch cool auf Junglern, aber auf Midlaner wie Cho'Gath oder so ist es trotzdem nicht so geil. Weil klar, der Effekt an sich ist cool, weil er auch ordentlich slowt und das auch scaled, super nice. Aber diese Damage Reduction gibt es nicht für dich selbst. Das bedeutet auch, dass es natürlich auf Supportive Midlanern relevant sein kann. Ansonsten allerdings eher auf Supportern. Ich kann mir vorstellen, dass die Zahlen aktuell ein bisschen zu hoch sind. Also habt da auf jeden Fall mal ein Auge drauf. Die nächste Rune ist Lethal Tempo und hier mache ich mir richtig heftige Sorgen. Denn man hat gesagt, okay, Lethal Tempo war jetzt nicht so cool. Sehe ich auch so, ne, hat keinen Arsch mitgenommen, sind wir mal ehrlich. War einfach Conqueror oder Fleet Footwork, aber wer hat Lethal Tempo mitgenommen? Und sie haben jetzt gesagt, okay, wir ändern diese Rune. Das heißt, jetzt ist es so, du kriegst richtig viel Attack Speed, wenn du den Gegner hittest. Und wenn du auf dem Max-Stack bist, also auf 6 Stacks, dann ist auch noch dein Attack Speed Gap removed von 2,5 auf 10. Was crazy klingt für ADCs, weil Kog'Maw kann dann richtig viel ballern, aber mal ganz ehrlich, die Rune wird hart abused werden von Top-Lanern.
Das heißt, das wird einfach auf sowas wie Jax und Co. richtig viel gespielt werden und gleichzeitig kann es selbst interessant sein für so etwas wie Yone und Yasuo, weil die profitieren nicht von Hail of Blades, aktuell allerdings doch von Lethal Tempo. Ich hoffe, dass das ein Fehler ist, weil es ansonsten dazu führt, dass ein Yone im Early Game ohne Items auf den Q nur noch einen Cooldown von 1,5 Sekunden hat. Das darf natürlich so nicht sein. Das war's mit den Keystones, aber natürlich noch lange nicht mit dem Patchschutz. Nee. Denn es gibt noch mehr. Caitlyn wiederum hat ein Azu bekommen. Das gab es bis jetzt noch nicht. Das ist ein Art in Sustainability Update. Das Ganze hat natürlich mit Arcane zu tun. Also dort ist Caitlyn ja super prägnant, sieht auch komplett anders aus. Das heißt, man ändert sie jetzt in League. Das ganze Art Update wurde vorher auch schon mal gespoilert und geteasert und da haben die Leute es absolut geliebt. Diese Stimmung ist dann allerdings maximal gekippt, als man auf Reddit gemerkt hat, oh mein Gott, die ganzen Auto-Attack-Cancel-Mechanics von Caitlyn funktionieren nicht mehr. Und Reddit hat gesagt, ja, war der Bugs, haben wir entfernt. Aber die Spieler haben ja super viel Zeit investiert, das zu lernen. Deswegen interessiert mich eure Meinung. Findet ihr das gerechtfertigt? Hätte Riot das rausnehmen sollen? Müsste Riot dann auch bei Riven und Co. die Animation Cancellings rausnehmen, weil das dann auch Bugs sind? Ich bin auf jeden Fall gespannt und ich gehe fest davon aus, dass Caitlyn dann Buffs braucht, gerade im Elite-Play, weil das einfach etwas war, was Caitlyn ausgemacht hat. Und wenn das jetzt nicht mehr da ist, sollte die Winrate schon ein bisschen droppen. Das heißt, ich gehe davon aus, nächster Patch ordentliche Buffs. Auch bei Jace und Jinx gibt es kleinere Änderungen, damit die Champions ein bisschen cooler sind und ich kann es Riot nicht verübeln, weil die Playrate der beiden Champions ist einfach skyrocked, als der Kane rauskam, weil alle halt sagen, oh mein Gott, ich will den Champ spielen und weil alle dafür auch Skins bekommen haben, ne? Das hat auch Einfluss. Das nächste Thema, was wir haben, ist der Alt-Chat. Ihr erinnert euch, im Ranked sollte der Alt-Chat disabled werden. Das war auch in einigen Regionen so, in EU West allerdings noch nicht. Und jetzt wird es auch nicht kommen. Riot hat jetzt einfach beschlossen zu sagen, okay, wir sind zufrieden mit dem Test und wir bleiben jetzt erstmal so. Das heißt, die Regionen, die keinen Alt-Chat haben, kriegen ihn noch nicht. Und die, die immer noch einen Alt-Chat haben, behalten ihn auch. Das heißt, wir behalten weiter in den Alt-Chat. Ob das cool ist oder nicht, up to you. Die End-of-Season-Rewards wiederum, die bekommt ihr bis zum 16. Dezember. Das heißt, ihr müsst euch im Zweifel noch ein bisschen gedulden und bekommt bitte keine Panik. Es gibt neue Tooltips, die ziemlich cool sind, sowohl bei Items als auch bei Runen. Und es gibt neue Skins, unter anderem Arcane-Skins. Und das, meine Damen und Herren, war es mit diesem Video. Allein die Rohaufnahme ist 1:10. Mein armer Cutter, Alter. Haut ein bisschen Liebe in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Aber ich hoffe, die Patches werden nicht mehr so lange, Alter. Das ist einfach nur insane. Deswegen hier auch keine Gäste, ne? Ich meine ganz ehrlich, es geht nicht. I can't. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr genießt es. Und ich hoffe, ihr schaltet auch Freitag dann wieder ein beim neuen Arcane-Video von mir. Und ansonsten bleibt einfach nur gesund. Macht es gut. Euer John.